Hallo, ihr Lieben. Ich möchte euch heute eine Geschichte vorlesen oder ein kleines Gedicht, besser gesagt, von Mascha Koleko, das heißt sozusagen grundlos vergnügt. Und inspiriert hat mich dazu die kleine Ada. Und ich finde, es passt ganz gut zu dieser heutigen Zeit, um ja, dass wir einfach nicht die Freude verlieren, die ja trotzdem hoffentlich um uns ist. Also, Mascha Koleko, sozusagen grundlos vergnügt. Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen und dass es regnet, hagelt, stürmt und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Heckenrosen und Holunder blühen, dass Amseln flöten und das Immen summen, dass Mücken stechen und das Brummer brummen, dass rote Luftballons ins Blaue steigen, dass Spatzen spatzen und dass Fische schweigen. Ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht und dass die Sonne täglich neu aufgeht. Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter. Auch wenn die neunmal Klugen ihn nicht sehen, man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Ich freue mich. Was ist des Lebens Sinn? Ich freue mich vor allem, dass ich bin. In mir ist alles aufgeräumt und heiter. Die Diele blitzt. Das Feuer ist geschürt. An solchen Tagen erklettert man die Leiter, die von der Erde in den Himmel führt. Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, weil er sich selber liebt, den Nächsten lieben. Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals ganz gewöhne. Dass alles so erstaunlich bleibt und neu. Ich freue mich, dass ich mich freue.